Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, zu Beginn unseres heutigen Tierheimbeitrags gibt es eine richtig gute Nachricht. Die zwei am vergangenen Freitag vorgestellten Alaska-Malamuten Laika und Cheyenne konnten dank glücklicher Umstände wieder in ihr altes Zuhause zurück. Sie hätten sich ja auch neue Menschenfreunde gefunden, denn es gab einige Interessenten für sie, doch für die zwei gab es ein selten schönes Happy End. Nun stellen wir als erstes eine schöne Katzenname vor, die sich 2 Wochen in einem Hausflur in der Gotha-Brunnenstraße aufgehalten hat und nicht wieder weg wollte. Die Katze wird auf ungefähr 8 Jahre geschätzt. Ihr Fell war auf dem Rücken stark verfilzt, sodass es etwas abgeschoren werden musste. Die Mieze hat eine schöne Fellzeichnung und könnte auch eine Mischung sein. Sie ist sehr lieb und lässt sich gern streicheln. Vielleicht ist sie ja schon länger auf Wanderschaft und wird irgendwo sehnlichst vermisst. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass die Katzendame von ihren Besitzern, Nachbarn oder Bekannten erkannt wird. Meldet sich kein Eigentümer, sucht die Schöne im mittleren Alter dringend ein neues Revier mit perfekten Dienstboten. Katzenliebhaber wissen, was dazu gehört. Dosenöffner, Streichelhände, Kuschelkissen und so weiter. Als zweites soll ein schön getigerter 2-jähriger Kater vorgestellt werden. Er wurde vom Veterinäramt aus schlechter Haltung ins Tierheim Achinoa gebracht. Stini ist an Freigang gewöhnt und leidet unter dem Eingesperrtsein sehr. Er liebt es ruhig und möchte gern der alleinige Chef im Revier sein. Niemand weiß, was der menschenbezogene liebe Kater schon erlebt hat. Das Beste wäre ein neues Zuhause auf dem Dorf, mit vielleicht schon etwas älteren Menschen, an Katrin Mattes, wo er der absolute Mittelpunkt sein darf. Stini würde sicher ein guter Revierkater für Haus, Hof und Garten und Mäuse hätten es sich schwer in seinem Reich. Stini ist schon kastriert und würde nicht mehr für ungewollten Katzennachwuchs sorgen. Haus und Grundstück bekommen mehr Lebendigkeit durch die Anwesenheit einer so majestätischen Katze. Katzenfreunde wissen genau, was gemeint ist.